My Lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, oh, mit Alkohol wäre es entspannter. Ja. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Sie ist noch nicht so weit. Wir beruhigen sie mal. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess, ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Okay. Mike, die Fensterläden. Sie fühlt sich überhaupt nicht wohl, habe ich das Gefühl. Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Von wegen, da draußen ist keiner. Irgendetwas ist da auf jeden Fall. Lass mich mal kurz schauen. Ich wollte nochmal hier hinter schauen. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Strom oder was? Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Nein, ich wollte wahrscheinlich nur falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Halt, was ist hier? Welche Hölle ist das? Ah, das ist doch Henna, oder? Zumindest hat sie auch diese Schmetterling-Tattoo. Kannst du die Fensterläden bitte schließen? Bitte? Ah, Henna holt Bronze beim Albert Junior, bla bla bla. Okay. Kann ich da rein? Michael, mach die Fensterläden zu! Sofort! Sofort, gleich. Ich möchte mich noch ein bisschen hier umschauen. Ja, schau, da liegt nämlich auch noch was. Kamasutra. Dein Ernst? Rumlungern könnte. Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Alles klar. Ich befürchte, dass er das ist. Oh Mann, verdammt! Weg, weg! Hey, ist super. Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir doch mal die Rollläden zumachen. Na. Ja, mach sie doch einfach zu. Komm. Hopp. Das sind ja so tolle Rollläden, da kann man ja überhaupt nicht mehr durchschauen. Voila. Die Läden sind dicht. Da ist auch noch einer. So. Ach, der ist egal. Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Unsicher? Ich nehme einfach mal das hier. Deine, ja. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte.
Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Was ist jetzt? Achso, wir werden immer noch beobachtet. Von keine Ahnung was auch immer. Aber wieso beobachtet uns es? Das ist die Frage. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Er kann trotzdem noch durch die Rolle hinschauen. Okay. Und er kommt sogar rein anscheinend. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Echt jetzt? Ich will eigentlich nicht nachsehen. Da liegt was. Ihr Handy. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Es kam durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Sie hat schon einen fetten Arsch. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Ich glaube, sie ist gleich tot, wenn sie so weiter schreit. Ihr nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau, wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also, genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Okay. Alles klar. Oh Gott, was erschreckst du mich? Was zur Hölle ist das? Und stirbt sie? Ich hab mich voll erschrocken, Mann. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Ashley, 23.14 Uhr. Ich muss mich gerade ein bisschen beruhigen noch. Vorher. Hier geht's immer so schnell weiter. Und vor allem, was ist jetzt mit Jazz? Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff. Warum müssen wir in den Keller? Ich will nicht. Ob ich über seine Schwestern reden soll? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Okay, stopp. Hier geht's lang. Okay, da ist verschlossen. Was gibt's hier? Hier sind wieder Couchen. Da liegt was. Irgendwas hat doch geblinkt. Hallo, kommst du her? Kommst du her? Was ist das? Ich will das nicht aufmachen. Wow. Hast du das gesehen? Ja. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Okay, man kann nur reinschauen. Naja, Strom ist nicht an, aber da unten ist Licht. Alles klar. Schauen, was wir hier noch so... Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Leute, ich habe langsam keine Lust mehr. Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Da ist ein Knopf. Nein. Da, schätze ich. Nein! Ich will noch ein bisschen rumschauen. Geh weg da. Bevor wir da drücken.
Okay, hier gibt's nichts. Auch nichts, okay. Dann drücken wir wohl mal. Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, ja, hoffe ich auf eine Komödie. Nicht im Film, aber im Spiel. Sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Geh vor. Du gehst. Chris, 23:19 Uhr, jetzt sind wir wieder Chris. Ich will nicht vorgehen. Oh, warte, das sind Sachen. Ah, da ist eine Spinne gerade gelaufen. Ah, oh, Alter, ist das eklig. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Okay. Heilige Scheiße. Ich weiß nicht. Sollen wir beschützend sein oder ehrlich? Ich glaube, wir sollten es ihr nicht sagen. Ah. Ach nein, hier gibt's nicht viel zu sehen. Hast du überall gesucht? Gehorchen wir jetzt ernsthaft einem Hexenbrett? Aber es hieß die Bibliothek. Ash, es ist nichts hier. Suchen wir einfach George, okay? Okay. Aber da war bestimmt noch was. Nee, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zu George. Warum? Wieso ging diese Tür auf? Oh. Was war das? Wir müssen ja da lang. Auch wenn wir nicht wollen. Wenn wir überhaupt nicht wollen. Das war wirklich bizarr. Ja, wem sagst du das? Warum gibt es einen ganzen Geheimraum da drin mit Knopf und beweglicher Wand, wenn der dann leer ist? Keine Ahnung. Hier liegt was. Lalalala. Was steht hier? Habe wieder diesen Irren gesehen. 21:17 Uhr hing beim Generatorschuppen. Ich werde ab jetzt Buch führen. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Halt, halt, halt. Ich wollte noch schauen. Genau, da dürft ihr wieder Pause drücken und euch das gerne durchlesen. So. Okay, dann gehen wir... Warum hängt da ein Indianer? Keine Ahnung. Ich will da gar nicht rein, Leute. Hallo? Okay, da ist eine Tür, da will ich jetzt aber noch nicht gucken. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Was wir zuerst machen. Okay, es war klar, dass die zu ist, aber ich wusste nicht, ob die nicht doch vielleicht offen ist. Also, okay, lauf alleine. Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen. Das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Chris? Wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Oh oh. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch!
Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles ich! Komm schon! Was ist los? Zeig, was du kannst! Upsa! Wir müssen doch ihr Leben retten! Ash! Okay. Da seht ihr die Clownsmaske. Weil ich irgendwas mit Clowns, glaube ich, angehe. Was liegt da auf dem Tisch? Voodoo-Puppe? Was geht hier vor sich? Hallo. Was geht so bei dir? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Okay. Und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Sagt wer? So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. So, da kommen wir zu meiner Frage vorhin. Natürlich mag ich Sam lieber. Josh haben wir, weiß ich auch nicht so genau. Kann ich noch nicht so beurteilen, einschätzen. Emily oder Matt. Das ist ganz einfach, sage ich euch. Eine Person von denen mag ich überhaupt nicht und das ist Emily. Chris oder Ashley? Ich nehme mal Ashley. Wobei die eigentlich nur drei sind. Mike oder Jessica? Jessica zickt mir ein bisschen viel rum und ist mir zu laut. Ich nehme einfach mal Mike. Josh oder Emily? Ja, da muss ich Josh nehmen. Wie gesagt, ich mag Emily nicht. Die kann sterben von mir aus. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, mag beide sind. Ja, dann nehmen wir einfach mal Chris. Was denn? Was guckst du so jetzt? Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Emily. Ja. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Echt jetzt? Wir sehen uns bald wieder.